Flughafen Rhein-Main-Frankfurt, die Drehscheibe in Mitteleuropa. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die europäische Welt neu gemischt. Die Staaten wandeln sich um, manche kommen und manche gehen. Wie seit Jahrtausenden wurde nichts aus der Geschichte gelernt, einmal aus den Fehlern alles besser zu machen und die Zukunft besser zu gestalten. Flugplätze sind zum Beispiel die Schaltstellen, die Synapsen der Kommunikation der Menschheit. Treffen sich zum Beispiel Politiker und Staatsmänner, dann kann es zum Frieden oder zum Krieg führen. Das Luftbrückendenkmal Rhein-Main-Flughafen Frankfurt erinnert an die Blockade West-Berlins 1948-1949. Damals große Versorgungsflugzeuge. Hier stehen zwei Vertreter der US-Armee. Sie retteten über 2 Millionen Berliner. Die zwei damaligen Transportflugzeuge, eine Douglas C-46 und C-54. Flugzeuge dieses Typs wurden als Varianten im Zweiten Weltkrieg und anderen Kriegen, auch noch im Vietnamkrieg, unter anderem als Bomber eingesetzt. Einsatz zur Hilfe und Einsatz zur Vernichtung. Damit das Fluggeschehen reibungslos abläuft. In Deutschland gibt es die sogenannte Flugsicherung. Diese überwacht nonstop den Luftraum flächendeckend. Sie ist mit den Towern und Kontrollzentren aller Flughäfen in Deutschland verbunden. Sie ist auch mit den Piloten verbunden, zivil und militärisch. Basis sind ein Flugplan-Datenverarbeitungssystem und die Radaranlagen alle 200 bis 300 Kilometer.